Verwöhnungszentrum. Heute im künstlerisch, ja mit vielen Kunstwerken, gefüllten Versöhnungszentrum. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Das war vor einem Jahr so eine Idee, als hier langsam die Lichter ausgingen, wie denn im Jahr 2013 das Leben hier im Versöhnungszentrum zumindest projektweise weitergehen könnte. Wir haben hier am 1. Januar an dieser Stelle dieses kirchliche Versöhnungszentrum entwidmet mit den Worten der Jahreslosung aus Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Was Sie heute Abend hier erleben können, das ist eine Suche nach der Zukunft. Jedenfalls habe ich davon in der vergangenen Woche so einiges mitbekommen. Einer Zukunft, in der viele Menschen mit vielen Ideen, mit vielen Kunstideen zusammenkommen können. Ein Beispiel sehen Sie hier, die Kinder des Kindergartens haben ein Stück ihrer Zukunft aufgemalt, unter Anleitung eines Künstlers. Es gibt viele Kunstwerke, die in die Zukunft blicken. Als Kirche finde ich das eine Zukunft, dass wir uns gemeinsam, Herr Elben, hier auf den Weg gemacht haben, Herr Professor Eudorf und Herr Professor Lanz. Herzlichen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben, auf die Bitte eines Pfarrers aus Mahl, der gesagt hat, dieses Haus steht zur Verfügung, das soll lebendig gefüllt werden. Und Sie haben das geschafft. Ich habe mir das ja die letzten Tage schon ansehen können. Ich danke allen Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt hier zum Teil gar nicht anwesend sein können, weil sie mit ihren Kunstwerken beschäftigt sind. Aber vielen Dank, dass das heute möglich ist, heute Abend. Und das Wort ist jetzt bei Herrn Elben.